Ja, hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu Need for Speed. Ja, wir sind hier in der Garage, bin ich gerade mal reingegangen und ich habe gesehen, wir haben genug Geld, um uns das nächste Auto zu kaufen. Das heißt, wir kaufen uns jetzt, denke ich mal, das nächste Auto. Wir haben ja momentan hier den Mustang hier. Dann gibt es hier noch ein paar andere Autos. Also Mustang hat diese Spezifikationen, die ihr links unten seht. Wir haben etwas Besseres, glaube ich, sogar noch, weil wir getunt haben etwas. Aber wenn man so besser geht, die besseren, die dann so richtig besser sind, sind dann hier die Corvette, der alte Nissan GT-R, der 2015er, der Mercedes AMG GT, gegen den wir gefahren sind, und der neue Nissan GT-R von 2017. Und da würde ich sagen, den kaufen wir uns mal. Aber da ruft jemand an. Amy ruft an. Gut zu wissen, wir haben jetzt hier unser neues Auto. Gucken wir uns das mal an, wie kann man hier. So. Sieht doch schön aus. Aber wir können jetzt mal gucken, wie war es hier. Bodykit, keine Teile verfügbar, was? Die hat nichts zum Tunen, das ist schade. Kein Bodykit. Boah, der ist mir viel zu hoch. Setzen wir erstmal tiefer. Was Bodenfreiheit Winkel vorne. Ja, lassen wir so Spurweite. Lassen wir die. Ne, das sieht scheiße aus. Lassen wir den so. Nein. Lassen wir den so. Nur tiefer. Tiefer sieht gut aus. Sieht eigentlich so schon ganz geil aus. Wow, wir können uns so einen anderen Diffuser dranhauen. Naja, sind keine schönen. Aber gut, dann hätten wir es jetzt auch. Gucken wir noch, ob wir hier noch was drin haben. Vielleicht haben wir noch. Moment. Gucken wir doch einfach mal hier. Ob wir hier Teile haben, wo wir hier einbauen können. Hier. Nissan GT-R. Bauen wir ein, wenn wir solche Sachen haben. Müssen ja besser sein. Hier, Nitro. Gleich mit Nitro. Wenn das reinpasst, jawohl. Bauen wir erstmal Nitro rein. Dann haben wir hier noch alle Styling-Teile. Aber wir haben hier schon mal zwei Sachen reingebaut. Das ist schon mal gut. Aber jetzt verlassen wir die Garage und gucken wir, was wir Events wir fahren können mit. Ach, ich habe noch. Na. Eine Sache habe ich noch vergessen. Müssen wir noch mal kurz in die Garage rein wahrscheinlich. Weil wir noch... Wir haben noch die ganzen Assistenten und so alles dran. Würde ich gern doch gerne rausmachen, weil mit denen fährt sich nicht gut. Ewig gehe ich auf der Route mit deiner Bestzeit. Jawohl, werden wir machen. Und zwar hier, einmal hier rein. Und zwar aus und aus. Haben wir hier noch irgendwas? So, dann machen wir die und die sind. Die sind aber aus. Und wir sind etwas mehr auf Grip gegangen. Bestätigen. Gut. So, jetzt können wir raus und jetzt können wir losfahren. Das wollte ich jetzt noch schnell machen. Und dann gucken wir mal die nächste Zeit, dass wir da ein paar etwas Geld kriegen, damit wir weiter tunen können. Ich bin aus. Also der Sound ist schon mal gut. Was haben wir denn hier? Ja, von Aiden. Achso. Ich erreiche 322 km/h, okay. Wir haben hier aber von Spike noch was. Würde ich mal sagen, fahren wir erstmal das da. Gucken wir, vielleicht schaffen wir da was. Oh, da hört sich gut an.
richtig gut an das Auto. Dann fahren wir mal. Es wird jetzt auch nicht mehr so gut driften. Was beabsichtigt ist. Wenn wir driften, wir können mehr zwischen den Autos her wechseln. Oh, wir ziehen den hier weg. Oh, das war schön die Kurve genommen, aber langsam. Ich hätte mir einen Subaru hinter mir. Okay. Es liegt so ziemlich fest in der Spur. Der Wagen. So wie der jetzt auch abgestimmt ist. Mal gucken. Vielleicht sogar minimal zu fest. Da werde ich das alles noch auf normal stellen. In die Mitte stellen, denke ich mal. Weil das ist mir jetzt etwas zu hart, wie der hier drin liegt. Weil der fährt ja. Ja. Der will ja gar nicht driften jetzt. Oh, ich habe nicht auf die Map geguckt, bis die Kurve kam. Oh, das hört sich gut an. Oh. Ja, nur mit Handbremse driftet der. Der Wagen kam ja mit den DLCs dazu. Davor gab es ja den Guardian am Unternehmen. Nicht. Der kam ja mit den DLCs, mit dem Hot Rod und die Garagenerweiterung kam er dazu. Davor gab es ja nur den 2015er. Gab es nur als von Nissan. Nissan GTR Premium. Gut, man muss sich erstmal daran gewöhnen, dass es jetzt etwas starr und schwammig lenken könnte von dem. Ist nicht so mein Fall. Boah. Ist wirklich nicht so mein Fall von der Lenkung her. Muss ich glaube ich mal etwas umstellen. So, dann ist wieder eintönig wie immer. Gut, keine Konkurrenz da. Eigentlich nicht schön, aber okay. Dann gucken wir, ob wir jetzt gleich mal die Challenge von der Amy schaffen. 322 zu packen, aber sollte gehen, wenn wir uns auf den Highway setzen. Wenn wir auf den Highway fahren und einfach Gas geben. Dürften wir es packen? Zumindest wenn es so lange. Nö. Ist gleich vorbei. Der Benzin passen wir hier halt gar nicht. Wir müssen ihn fünfmal anhauen, bis er überhaupt in den Drift reingeht. Etwas falsch abgestimmt. Dann gehst du. Zerstörungslauf. Okay. Und Level 30. Hey. So eine schöne Glaszahl. So. Würde ich mal sagen, die Strecke hier. Kommen wir hier am schnellsten hoch, hier über das Drehkreuz, oder? Wir sind da. Hier können wir auch hoch. Das heißt, umdrehen und bis zum Ende fahren. Gut. Probieren wir mal die 322. Vielleicht packen wir die auch hier schon. Aber wir haben keinen Nutzgut drin.
Das ist doof. So. Hier die schöne Gerade. Da werden wir nicht packen. So, da fahren wir hier. Und drauf damit. Und gib ihm. Okay. 220, fehlen noch in der Kamera. Menü dann. Hey, Bro, du eine Runde mit uns in den Hills zu rocken? Bin gerade unterwegs, keine Ahnung, wo Amy ist, aber du kommst, okay? Bis später. Gut zu wissen, dass ich komme. 260. Kommen, du packst noch mehr Auto, oder? Nicht mehr. Neben nicht, ich habe aber was gesehen. Ein Drag Race habe ich da vorne gesehen. Wir sind ja noch kein Drag Race gefahren. Dann würde ich mal sagen, probieren wir den mal aus. Mal gucken, wie es so ist, Drag Race zu fahren mit Schalten. Das heißt schon perfektes Schalten. So, hallo? Hinstellen. Mache einen perfekten, dosierten Burnout, um deinen optimal Drehzahl zu maximieren, okay? Rolle dann in die Boxen, halte dir den Drehzahlmesser in der Zone für einen perfekten Start. Wir fahren jeder Schaltvorgang zählt. Probieren wir aus. Probieren geht über Studieren. Aber ich will jetzt etwas langsam entscheiden. Der hat ja nur noch durchgedreht. Das war's. Erster. 10,46. Okay. Okay, gut zu wissen. Das haben wir in Drag Race sind wir jetzt auch mal gefahren. Okay. Und wir haben es geschafft. Wir haben uns so den Burnout verkackt. Hätte auf jeden Fall besser sein können. Aber gut. Ja, erreiche 322, nicht ganz gepackt. Müssen wir unser Auto noch etwas tunen. Aber ich würde mal sagen, das war es dann etwas für die Folge. Etwas kürzer. Wenn es euch gefallen hat, lasst mal einen Daumen hoch da. Und wir sehen uns das nächste Mal. Und zwar morgen wieder. Bis dann, Leute. Ciao.